Der beste Weg, meine Arbeit zu unterstützen, ist in der Videobeschreibung zu finden. Lasst ein Like da, kommentiert und teilt diesen Nahtoderfahrungsbericht mit anderen Menschen. Unmittelbar nach dem Aufprall, als ich nach vorne auf das Metallgitter fiel, spürte ich, wie ich nach oben schwebte, aus meinem Körper heraus und über meinem Körper und all den Leuten schwebte, die das Ganze beobachteten und vor Schock und Entsetzen über das, was passiert war, wie gelähmt schienen. Ich glaube, sie nahmen an, dass ich tot sei. Ich weiß noch, wie ich nach unten schaute und meinen Körper zum ersten Mal dreidimensional sah. Das war ein großer Schock, denn wir sehen uns ja immer nur in einem überdimensionalen Spiegelbild oder auf einem Foto. Aber ich fühlte keinen Schmerz. Ich fühlte mich ganz und gar frei und dachte, das ist also, was ich wirklich bin. Ich sah meinen Körper ganz zerknittert, blutig und leblos und eine riesige Welle des Mitgefühls überkam mich. Und ich wollte allen Umstehenden sagen, dass alles gut werden würde und sie nicht traurig oder beunruhigt sein sollten. Und dann spürte ich plötzlich, wie ich buchstäblich mit Lichtgeschwindigkeit von der physischen Erde weggezogen wurde und ich sah in diesem einen Moment alle Menschen auf dem Planeten gleichzeitig. Ich sah Menschen in China und Schweden und Uruguay. Ich sah Menschen, die schliefen und träumten. Ich sah Menschen, die in ihren Häusern und Restaurants Essen zubereiteten. Menschen, die mit allen möglichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, zur Schule und zu Terminen fuhren. Ich sah Kinder, die zusammen spielten und Bankangestellte und Lehrer und Fabrikarbeiter bei ihrer Arbeit. Ich sah Mütter, die ihre Kinder zur Welt brachten, was für mich besonders schön und bewegend war. Ich sah Menschen in Krankenhäusern und Gefängnissen, in psychiatrischen Anstalten, Pflegeheimen und Waisenhäusern, die sich verzweifelt, allein und verlassen fühlten und Angst hatten. Und ich sah Menschen, die Bilder malten und Gärten anlegten, Geschichten schrieben und Musik komponierten und Menschen, die tanzten. Ich sah auch Menschen, die in Moscheen und Tempeln, Synagogen und Kirchen beteten und Menschen, die ihre eigenen stillen Gebete sprachen. Ich sah indigene Stämme in den verschiedensten Teilen der Welt trommeln und singen. Und Gott schickte Scharen von Engeln auf die Erde, um all die unzähligen Millionen von Gebeten zu erhören, die in diesem einen Moment vorgebracht wurden. Als ich mich weiter ins Licht bewegte, sah ich die Erde wie aus dem Weltall. Sie war wie ein wunderschönes, blau und grün schimmerndes Juwel, das im Kosmos schwebte. Als ich näher kam, sah ich, dass die Erde vibrierte und pulsierte, als wäre sie ein lebendiges, atmendes Wesen und nicht nur eine physische Masse. Und ich dachte, das ist Mutter Erde, das ist unsere göttliche Mutter. Aber als ich noch genauer hinsah, sah ich, dass sie an verschiedenen Stellen ihres Körpers schreckliche Wunden hatte, nach Luft rang und zu Gott und ihren Kindern rief, das Töten, die Zerstörung und den Hass zu stoppen, dass sie im Sterben lag und uns alle bat, ihr zu helfen, sich zu heilen und zu regenerieren. Wieder fühlte ich mich von Gefühlen der Traurigkeit und des Mitgefühls überwältigt und wünschte mir, Mutter Erde in meine Arme zu schließen und ihr Worte der Liebe und Hoffnung zuzuflüstern. Ich erinnere mich, dass sich ein Teil von mir frustriert und machtlos fühlte, irgendetwas von Wert zu tun, so wie ich mich oft in meinem physischen Körper gefühlt habe. Doch ein anderer Teil von mir fühlte sich vollkommen mächtig, als ob es nichts gäbe, was ich nicht erreichen könnte. Und in diesem Moment fragte ich Gott, was willst du, dass ich tue? Und die Antwort, die ich bekam, war, dass ich in meinen physischen Körper zurückkehren musste, um bestimmte Ziele zu erreichen, die bereits auf den Weg gebracht worden waren. Und ich dachte,
Aber ich kann nicht zurück, denn mein Körper ist schon zu kaputt. Er ist nicht mehr zu reparieren. Und ich hatte auch Angst, dass ich mit all meinen körperlichen Einschränkungen niemals all das erreichen könnte, was ich in meiner geistigen Form tun konnte, die sich so frei und unbelastet anfühlte. Ich erinnere mich, dass ich wütend war und Angst hatte, nach all dem Licht wieder in die Dunkelheit zurückkehren zu müssen. Und dann spürte ich die Gegenwart von Jesus Christus um mich herum. Das Gefühl der Liebe war überwältigend. Ich fühlte mich, als ob ich in einem Ozean der Ekstase schwimmen würde. Und ich fragte ihn, muss ich wirklich zurückgehen? Er antwortete, dass ich ein Teil von Gottes göttlichem Plan sei, wie jeder Mensch, und dass es meine letzte Aufgabe sei, Gott und alle fühlenden Wesen zu lieben und ihnen zu dienen. Ich spürte, dass er meine Ängste und Zweifel verstand, und er versicherte mir, dass ich heilen und wieder gesund werden würde, aber dass es ein lebenslanger Prozess sein würde und dass ich die Kraft in mir hätte, die ich bisher nur nicht erkannt hatte, und dass ich nur um den Mut und die Kraft bitten müsste, in meinem Leben und bei meiner Arbeit durchzuhalten. Diese Informationen waren für mich sehr wertvoll, denn ich hatte mich oft gefragt, ob ich jemals einen Platz in der Welt finden würde. Denn ich war schon immer so etwas wie ein Außenseiter. Ob ich einen Platz finden würde, an dem mein leidenschaftliches Anliegen in Bezug auf so viele zwingende moderne Themen irgendwie eine feste Form annehmen könnte und an dem ich hoffentlich einen kleinen Unterschied machen könnte. Dann sagte Christus, dass er mir Schutzengel schicken würde, die mir bei meiner Heilung helfen und mich führen und beschützen sollten. Und dann wurde das Licht noch heller und plötzlich waren überall Engel, die überirdisch schöne Musik spielten und Lobeshymnen auf Gott sangen. Und einige der Engel weinten, was ich nicht verstand. Und Jesus sagte, dass die Engel Tränen der Freude über mein neues Leben auf der Erde weinten und dass sie auch Mitleid mit der Not ausdrückten, die ich für den Rest meines irdischen Daseins erleiden würde. Und er sagte, dass er die Engel herbeigerufen hatte, um mich auf meiner Reise zurück zur Erde und zu meinem physischen Körper zu begleiten. Ich weiß noch, wie dankbar ich war, dass Christus da war, um mir zu helfen, alles zu verstehen, was geschah. Ich erinnere mich auch an das Gefühl, dass ich keine Angst mehr hatte, dass mir niemand mehr etwas antun konnte und dass ich jeden Tag mein Bestes geben würde, um Gottes Willen zu dienen. Als ich aufwachte, knieten zwei Männer über mir mit besorgten Gesichtern. Beide sahen aus, als wären sie in ihren 30ern. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass sie sehr gut gekleidet waren, in scheinbar sehr teurer Geschäftskleidung. Ich erinnere mich, dass ich dachte, dass es sich bei ihnen um leitende Angestellte eines Unternehmens handeln könnte. Und genau das waren sie dann auch. Einer der Männer hatte offensichtlich eine Art Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert und überwachte nun meine Lebenszeichen. Beide teilten mir mit, dass ein Krankenwagen auf dem Weg sei und dass ich versuchen solle, stillzuhalten und nicht zu sprechen, was mir angesichts des Ausmaßes meiner Verletzungen leicht fiel. Sie zogen beide ihre Jacken aus und legten sie über mich. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass die Jacken blutverschmiert und völlig ruiniert waren. Ich erinnere mich, dass ich mich schämte, aber auch sehr dankbar für die Freundlichkeit dieser beiden Fremden war. Ihre ganze Anwesenheit war warm und tröstlich und ich fühlte mich auf seltsame Weise sicher und beschützt. Sie warteten neben mir, bis der Krankenwagen kam und kamen dann ins Krankenhaus, um sicherzustellen, dass ich richtig versorgt wurde. Sie besuchten mich bei zwei verschiedenen Gelegenheiten im Krankenhaus.
Ich bot ihnen an, ihre ruinierte Kleidung zu ersetzen, aber sie lachten nur darüber und bestanden darauf, dass das Einzige, was zählte, war, dass ich am Leben und mehr oder weniger unversehrt war. Wieder erfüllte mich ihre bloße Anwesenheit mit einem Gefühl von Hoffnung und Mut. Ich hatte das starke Gefühl, dass beide Männer das Symbol für die Engel waren. Die Engel, die Christus mir zu schicken versprochen hatte.